Liebe Kinder, liebe Erwachsene, wir können uns leider immer noch nicht hier in der Kirche treffen. Deshalb wollen wir den Gottesdienst mit Kindern wieder zu euch nach Hause bringen und freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir haben die Glocken für euch geläutet. Sie laden uns ein, miteinander zu feiern und an Gott zu denken. Als Zeichen, dass Gott bei uns ist, zünden wir unsere Kinderkirchenkerze an. Jetzt können wir den Gottesdienst beginnen und ihr könnt alle mitmachen. Im Namen des Vaters, der uns lieb hat, im Namen des Sohnes, der uns kennt, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns umgibt. Amen. Wir singen jetzt unser Anfangslied, wir hier in der Kirche und ihr zu Hause. Singt einfach mit. Wir singen den Vers wie immer. Dreimal. Im Namen des Vaters fröhlich nun beginnen wir. Er hat alle Welt erschaffen. Gott, wir danken dir dafür. Und noch einmal. Im Namen des Vaters nun beginnen wir. Er hat alle Welt erschaffen. Gott, wir danken dir dafür. Und noch ein letztes Mal. Im Namen des Vaters fröhlich nun beginnen wir. Er hat alle Welt erschaffen. Gott, wir danken dir dafür. Wir wollen beten. Lebendiger Gott, gib uns deinen Geist, der uns wärmt und lebendig macht, der uns begeistert für dein Wort, der uns verbindet mit deiner Gemeinde, der uns tröstet und aufrichtet und der uns jeden Tag erneuert. Dies bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Fünfzig Tage nach Ostern feiern wir das Pfingstfest. Pfingsten ist nun auch schon 3 Wochen her. Aber was feiern wir eigentlich an Pfingsten? Was bedeutet das Pfingstfest? Und was hat es mit unserem Glauben zu tun? Wir haben euch eine Geschichte mitgebracht, die euch die Bedeutung von Pfingsten erklärt. Passt mal auf. Ich erzähle euch nun eine Geschichte. Stellt euch vor, wir sind mitten in der großen Stadt Jerusalem. Viele Straßen und Gassen führen hinauf zum Tempel. Ein Fest wird vorbereitet. Menschen aus vielen Ländern sind gekommen, um zu feiern. Sie stammen aus Persien im Osten und dem fernen Rom im Westen. Viele Sprachen werden gesprochen. Ein buntes Stimmengewirr klingt durch die Gassen. Aber dort steht ein Haus. Da feiert wohl niemand. Alle Fenster sind fest geschlossen, die Tür ist fest verriegelt. Wie mag es in diesem Haus aussehen? Dunkel ist es darin. Und die Menschen sind ängstlich und traurig. Es sind Frauen und Männer, die mit Jesus gegangen waren, und nun ist er nicht mehr bei ihnen.
Doch er hatte versprochen, Gottes guter Geist wird kommen, ihr werdet ihn erkennen, aber ich werde für immer bei euch sein. Aber sie warten schon so lange. Plötzlich geschieht etwas. Alle Türen sind geschlossen und doch weht ein warmer Wind durch das Haus. Die Jüngerinnen und Jünger schauen sich an. Was ist das? Es wird ganz hell und auf ihren Köpfen erscheint etwas. Es sieht aus wie kleine Feuerfunken. Und auf einmal kommt die Freude zu den Menschen in dieses Haus zurück. Die Dunkelheit ist vertrieben. Und sie stehen auf, machen Türen und Fenster weit auf und sie singen, Jesus lebt, er ist bei uns, freut euch mit uns. Draußen sind die Leute zusammengelaufen. Etwas Besonderes ist in diesem Haus geschehen. Petrus steht in der Tür und erzählt es allen. Ihr könnt euch mit uns freuen, lasst euch anstecken von uns und wundert euch nicht. Jesus lebt bei uns, Gottes Geist ist mit uns und wir sind alle eingeladen, zu Jesus zu gehören. Damals ist er zu Zachäus ins Haus gegangen, heute ist er bei uns eingekehrt und schenkt neues Leben. Viele Menschen lassen sich taufen in diesen Tagen. Sie wollen auch zu Jesus gehören. Sie nehmen seinen guten Geist mit in ihre Häuser. Da wird es ganz hell bei ihnen. Wo Gottes Geist frischen Wind bringt, da wird es lebendig in den Häusern der Menschen. Wie wir gerade gehört haben, kam wie versprochen der Heilige Geist an Pfingsten zu den Jüngern. Da war vielleicht was los. Die Jünger hatten ein unbeschreibliches Erlebnis, das sie später nie wieder vergaßen. Sie wurden von einer riesigen Begeisterung erfüllt, einer übergroßen Freude. Aber was war und ist denn nun der Heilige Geist? Ihr kennt alle Seifenblasen, oder? Solche haben wir euch heute mitgebracht. Habt ihr schon mal versucht, Seifenblasen zu fangen, sie festzuhalten? Warum geht das nicht? Man kann sich über sie freuen. Sie sind wunderschön bunt und glänzend, groß oder klein, aber man kann sie nicht fangen oder festhalten. So ist es auch den Jüngern gegangen. Sie hatten ein wunderschönes Erlebnis, aber sie hatten nichts, was sie anschließend vorzeigen konnten. Den Heiligen Geist kann man weder anfassen noch festhalten. Aber wenn wir für uns, für Gott begeistern, dann wirkt er in unseren Herzen. Wir wollen jetzt mit euch noch gemeinsam das Lied. Wir singen alle Hallelu, 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 preiset den Herrn singen. Und dabei könnt ihr mit uns klatschen und tanzen. Lasst uns zusammen singen. Wir singen alle Hallelu, Hallelu. Wir tanzen. Wir tanzen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir tanzen alle Hallelu, Halleluja. Wir klatschen miteinander. Wir klatschen alle Hallelu, Hallelu, Hallelu. Wir klatschen alle Hallelu, Halleluja. Wir stampfen. Wir stampfen alle Hallelu. Wir winken. Wir winken alle Hallelu, Hallelu,
ihr bei uns hier in der Kirche seid, dann versammeln wir uns immer hier um den Altar und sprechen dann gemeinsam mit Bewegungen das Vaterunser. Das können wir jetzt leider nicht zusammen machen. Aber wenn ihr den Gottesdienst jetzt anschaut, dann macht ihr jetzt einfach mit uns daheim mit und sprecht mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen euch noch einen Segen mit auf den Weg geben. Gottes gute Hände sind wie ein großes Zelt, das uns beschützt und fest zusammenhält. Gottes gute Hände sind wie ein großes Zelt. Es beschützt dich und mich und die ganze weite Welt. Amen. Lasst uns gemeinsam zum Abschluss noch unser Abschlusslied singen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Deinen Frieden segnend halte Hände über uns, rühre uns an mit deiner Kraft. Und nochmal, Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden segnend halte Hände. Letztes Mal noch. Herr, wir bitten, komm.